Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren realen Irrsinnsfolge. Und die wurde mir auch wieder vorgeschlagen, und zwar von Minato Namikaze. Und ja, der ist momentan ein wenig vorschlagfreudig. Oder war ein wenig vorschlagfreudig, der hatte mir mehrere Videos vorgeschlagen. Das letzte Video, was ihr hier auf dem Kanal gesehen habt, mit diesem tollen Brunnen, das war auch von ihm. Und jetzt haben wir es mit einem Schulhof zu tun. Und zwar, ja, der ist abgesperrt. Das heißt, also ich gehe jetzt mal, ich spekuliere jetzt mal wieder, ihr kennt mich ja, ich mache das gerne. Abgesperrter Schulhof, für Straße in Schönau. So, das heißt, also entweder ist der Schulhof gesperrt und weil da eine Straße vorbeiführt und die Schüler dürfen nicht drauf, was natürlich lustig wäre, wie sollen die Schüler dann ihre Pause verbringen? Oder die Straße ist gesperrt, damit sie ein Schulhof sein kann. Das wäre dann natürlich blöde für die Autofahrer, weil die müssen dann Umwege fahren. Was natürlich nicht toll für die Umwelt ist. So, wir gucken mal, was von den beiden stimmt oder ob gar nichts von den beiden stimmt und es was ganz anderes ist. Ja, genau. Dafür wechseln wir einmal in den Live-Bereich. Meine Nase, jetzt habe ich sie schon gemacht und meine Nase juckt immer. Aber ist halt so. Kann man nicht ändern. Passiert. So, wir sehen hier einen schönen Ausblick. Das dürfte Schönau sein. Ich nehme mal an, also das, nein, das hier müsste Schönau sein. Und das ist ein Nachbarort. Oder ein Nachbar-Stadtteil. Oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall schön in den Bergen gelegen. Und ja, wir schauen einfach mal, was es damit auf sich hat. Mitten im ansonsten so naturnahen Schwarzwald lebt eine Spezies auf engstem Raum. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schönau. Ah, okay. Jetzt, also es ist eine Mischung aus beidem, könnte man fast sagen. Und ich hatte recht, es ist schön in den Bergen gelegen. Schönau, ich hätte eigentlich dran denken können. Schönau, da war ich als Kind hin und wieder mal im Urlaub. Genau, das ist ein schönes kleines Städtchen im Schwarzwald. Also wenn ihr da mal heimischen Urlaub machen wollt, macht das. Und das ist schön. So, aber jetzt ist natürlich lustig. So Gymnasiumsschüler sind ja jetzt auch nicht mehr die Kleinsten. Also absperren. Kinder sind nun mal Kinder, sie machen auch mal Blödsinn, auch wenn sie schon älter sind. Aber wenn ich jetzt mir überlege, wäre es einfacher, da einen Zaun hinzusetzen? Warum hat man da vorher keinen Zaun hingesetzt oder ein kleines Mäuerchen? Also dieser Bauzaun, der sieht ja mal wohl absolut beknackt aus. Genau, weiter geht's. Sie gelten als gefährlich und müssen deshalb hinter diesem Zaun bleiben. Dieser Zaun, der engt uns ein und wir können uns kaum bewegen. Und ja, also wenn man das so sieht, ich glaube, die Sardine in der Büchse hat ein bisschen mehr Platz als die Kiddies da. Und ja. Ich finde den Einwurf der jungen Dame sehr, sehr passend. Die Pause ist ja eigentlich dafür da, dass man sich halt freier bewegen kann und das ist bei uns nicht möglich. Das stimmt, also die Kinder sitzen 1,5 Stunden im Unterricht und dann sollen sie sich natürlich auch frei bewegen können. Und das können sie dort definitiv nicht. Nein, sie sind eigentlich noch eingeengt. Ich glaube, im Klassenraum haben sie mehr Platz. Hey, liebe Lehrer oder lieber Rektor, wäre es nicht einfacher, die Kinder dann im Klassenraum zu belassen? Ich meine ja nur so. Die Pause ist halt dafür da, dass wir uns austoben können und entspannen können, aber hier ist es viel zu eng. Ja. Weil man fühlt sich hier wie im Streichelzoo präsentiert. Hey, das ist cool. Der Vergleich ist jetzt natürlich sehr interessant. Allerdings, ich stelle mir das jetzt gerade vor, so die Autofahrer vorbei. Hallo Kleiner, hallo Kleiner, hallo Kleiner, hallo Kleiner. Bedenklich, bedenklich. Okay, seinem Spieltrieb kann der Nachwuchs hier nicht wirklich nachgehen. Doch die Eingrenzung ist nötig, damit Autofahrer vor frei herumlaufenden Exemplaren geschützt werden. Moment, 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 Moment. Ich habe da eine ganz andere Idee. Dieser Absperrzaun ist perfekt dafür geeignet. Ich weiß jetzt, dass ich mich gleich bei den Schönauer Autofahrern sehr beliebt machen werde. Einfahrt, Schule, Zaun. Andere Seite, Ausfahrt, Schule, Zaun. Dazwischen können die Schüler laufen, so viel sie wollen. Und die Autofahrer fahren außen rum. Ist zwar ein bisschen blöde für die Umwelt. Ja, ich weiß, hat einen Umweltfaktor, aber nö. Dann lauft eben mal ein bisschen mehr.
Denn zuvor gab es hier lange unhaltbare Zustände. Weil der Schulhof des Gymnasiums zu klein für die 460 Schüler war, hat man seit 2006 den gegenüberliegenden Rathausplatz als Pausenfläche mitgenutzt. Moment, das ist nicht Ihr Ernst, oder? Also, das ist der Pausenhof. Das ist sichtlich schon viel zu klein. Dann ist hier eine Straße und hier eine Straße. So, aber weder hier noch hier ist ein Zaun. Okay, alles gut, ist ja in Ordnung. Kann ja sein, also ist ja ein Gymnasium, ist ja keine Grundschule mehr. So, jetzt haben sie sich aber überlegt, dass das hier nicht ausreicht, hier die Straße zu sehr nah dran ist, also wird das hier noch mit benutzt. So, das ist ja auch eine schöne Idee. Ja, wunderbar, passt. Da hat die Politik mal echt genial mitgedacht, das auch zu genehmigen. Aber hier die Straße dicht machen und hier die Straße dicht machen. Gut, von mir aus auch hier die Straße dicht machen. Ja, so. Nur für die Anlieger mit Schritttempo hierhin noch. Obwohl, wenn ich das sehe, das ist glaube ich auch eine Straße. Das heißt, bräuchte man hier gar nicht. Also, man macht hier zu und man macht hier zu. So. Vielleicht hier noch ein kleines Stückchen absperren und hier rüber. Vielleicht, eventuell. Und dann hätte man wirklich genügend, was man benutzen kann als Schulhof. Ohne, dass man Probleme kriegt. So sehe ich das. Sagt mir, wenn ihr wollt, unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Dazwischen verläuft jedoch die Talstraße. Ein Problem. Es gab auf jeden Fall schon sehr, sehr viele gefährliche Situationen, wo Kinder vor Autos gelaufen sind. Es gab auch schon beinahe Unfälle, sodass die vorgesetzten Behörden eindeutigen Handlungszwang gesehen haben. Ja, aber der Handlungszwang kann nicht sein, dass man die Kinder einsperrt. Also, bisschen Planung im Kopf müsst ihr doch haben, dass da auf dem kleinen Platz keine über 400, fast 500 Kinder hinpassen. Das ist doch klar. So, und wenn ihr schon die gegenüberliegende Seite noch mitbenutzt, dann geht doch wenigstens hin und macht da das so, dass die Kinder den Vorrang haben und nicht die Autofahrer. Die haben sowieso schon genug Vorrang. Autos aus der Talstraße verbannen, ganz einfach. So wird das gemacht. Das kann so nicht bleiben. Die Schüler gefährden die Autofahrer also. Zunächst wurde eine halbgare Lösung präsentiert, die Talstraße während der Schulzeit zu sperren. Richtig, perfekt, das ist doch keine halbgare Sache, das ist doch in Ordnung. Sperrt während der Schulzeit die Straße und gut ist. Dann können die davor, danach und am Wochenende da durchfahren, wie sie bockig sind. Und die einfache Lösung heißt oben und unten von 7 bis 14 Uhr zu. Und so sieht es das Landratsamt, so sehen das die oberen Behörden. So ist es von verschiedenen Sicherheitsfachleuten schon bewertet worden. Eine einfache Lösung. Ey, das ist die einfachste Lösung, die es gibt und die perfekteste eigentlich. So, und jetzt wüsste ich gerne, warum das nicht gemacht worden ist. Welcher Trottel, und ich sage das jetzt ganz genauso, wie ich das sage, welcher Trottel hat bitte da das Problem gehabt mit dieser Lösung? Der Gott gefeuert. Zu einfach für den Gemeinderat in Schönau. CDU und SPD bilden eine große Koalition gegen die Sperrung. Okay. Also anstatt, dass man die Autos aussperrt, werden die Schülerinnen und Schüler ausgesperrt. Also die zu schützen sind, werden in dem Fall eingesperrt auf einem minimalen Raum, anstatt dass man die Gefahr und den Verkehr aussperrt. Ja, also hier. Denkt ihr Leute von der CDU und SPD da mal bitte daran, dass hingeht, dass ihr da mit Kinderleben spielt? Und vor allen Dingen, was noch dazu kommt, nur so als kleiner Hinweis, das sind eure zukünftigen Wähler. So, glaubt ihr, die merken sich das nicht und denken sich dann, was, CDU, SPD, da mach ich mein Kreuzchen nicht? Nee, an sowas denkt ihr natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach, gell? Nachdenken und Politik, ja, ich spare mir den Rest, den könnt ihr euch denken, mein Lieblingsspruch. Der Gemeinderatsmehrheit ist nun mal am Schutz der Schwächsten gelegen, der Autofahrer. Die SPD schreibt uns zur abgelehnten Sperrung.
Der Nachteil dieses Vorhabens ist, dass die Verkehrsteilnehmer, die nicht mehr von der Hauptstraße in die Talstraße abbiegen können, nun auf die umliegenden Straßen ausweichen werden. Ja, und? Ist das so schlimm, wenn da 3-4 Autos mehr über die nächste oder die davorgehende Straße fahren? Oh Mann, wie kann man nur... Nein. Liebe Tischplatte, du musst heute, glaube ich, wieder dran glauben. Oha. Also es gibt parallel sowohl in die eine Richtung 2 weitere Straßen und parallel in die andere Richtung 2 weitere Straßen, die sich auf eine Strecke von 500 Metern von der Hauptstraße hier auf diesen Platz zubewegen. Ja, sieht man doch. Wie gesagt, da kommt eine Straße. Ja, also das ist die Hauptstraße wahrscheinlich. Da kommt eine Straße lang. Da fährt eine Straße lang. Da ist die Straße parallel. Hier unten dürfte wahrscheinlich auch noch irgendwo eine sein. Also, Leute, liebe SPD, liebe CDU, ihr macht gerade so einen Blödsinn. Und da habt ihr noch mehr. Da hat das garantiert angefangen, genau. 4 weitere Straßen, die zum Ziel führen. Aber so eine temporäre Sperrung einer Straße ist nun mal viel zu verwirrend, sagen CDU und SPD. Ja, weil die Autofahrer ja so verwirrt sind, die Armen, sie wissen dann gar nicht, wie sie fahren sollen. Da ist eine Sperre. Oh Gott, da könnte ja eine Baustelle sein. Und dann kann ich da nicht durchfahren. Was mache ich denn da? Oh Gott, Himmel, Herrgott. Ja, also wirklich, das geht ja mal überhaupt nicht. Das ist ja Unsinn, weil die Schilder würden es genau beschreiben, wann die Sperrung ist. Also wer das nicht versteht, tut mir leid, der kann dann auch kein Auto fahren. Stimmt, richtig so, perfekt. Hast du es voll gesagt? Er keine Schilder lesen kann, sondern kein Auto fahren. Der kann es vielleicht nicht, aber der darf es. Auch dank der CDU bleibt es hier eng. Das ist natürlich eine unschöne Situation. Also ich bin auch für keinen Zaun. Aber auch nicht für eine Straßensperrung zur Schulzeit. Daher muss der Zaun bleiben. Hauptsache, der fließende Verkehr ist vor Ausbrüchen aus dem Gehege geschützt. Also echt jetzt, nee. Das ist so unsinnig, das ist so dämlich. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich sag jetzt erstmal eins. Dankeschön, Minato, für den Vorschlag dieser tollen Folge. Ja, ich weiß nicht, also, ja, was soll ich dazu sagen? Gar nichts kann ich dazu sagen. Das ist wirklich so Mäusemelken, kann man schon fast sagen. Also, Autofahrer, also wenn ich in meiner Community jetzt Autofahrer habe, sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr die Straße temporär sperren und das gutheißen? Oder würdet ihr eher sagen, nee, das ist schon so, wie es ist, richtig? Bitte bleibt da, aber... fair zueinander, wenn ihr darüber diskutiert. Und in den Kommentaren würde ich mich freuen. Da könnt ihr auch was reinschreiben, wenn ihr Vorschläge, Ideen, Anregungen habt zu meinem Kanal, was ich reacten könnte und so weiter. Unten, ich reagiere drauf und so weiter. Wenn euch das Ganze ja mit mir auch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein entsprechendes Anzeigen freuen. Wird dir gerade auch gleich eingezeigt, was ihr da machen könnt, um das zu zeigen. Und ja, mir bleibt dann nur zu sagen, für diese Folge war schön und wir sehen uns wieder. Bis zur nächsten Folge, eure Josie.